Michael Mertens ist Diplom-Finanzwirt-Steuerberater mit einer eigenen Kanzlei hier in Hamburg. Du bist mir aufgefallen, weil du bei Facebook Live warst und dir eine Stunde Zeit genommen hast für die Hoteliers und Gastronomen, um Fragen zu beantworten. Gerade jetzt umso wichtiger, dass ihr Inventuren fahrt, dass ihr einmal zeigt, wie hoch ist euer Warenbestand wirklich. Und dann hat dieser Erlassantrag, weil es eine Ermessensentscheidung des jeweiligen Sachbearbeiters ist, auch mehr Aussicht auf Erfolg. Ganz entscheidend und wichtig, das ist kein Geschenk, sondern es ist eine echte Einnahme, die als Umsatz bzw. sonstiger betrieblicher Ertrag zu erfassen ist. Okay. Herzlich willkommen zur Corona-Spezial-Podcast-Folge. In dieser besonderen Zeit interviewe ich Menschen, die aus der Hotellerie und Gastronomie kommen oder eng mit ihr verbunden sind. Sie geben euch in diesen Folgen inspirierende und zuversichtliche Ideen, aber auch konkrete Tipps. Die ganze Branche ist hart getroffen und das wollen wir nicht rosarot reden. Und trotzdem, diese Menschen fallen auf, weil sie etwas Besonderes auf die Beine gestellt haben in Zeiten der Krise oder und weil sie Experten sind, die euch jetzt genau weiterhelfen können. Und dadurch bieten sie euch allen einen enormen Mehrwert. Also viel Inspiration heute mit meinem Gast. Ich bin heute sehr gespannt auf meinen heutigen Gast, und zwar Michael Mertens ist Diplom-Finanzwirt-Steuerberater mit einer eigenen Kanzlei hier in Hamburg mit einem Team von 15 Mitarbeitern. Du bist mir aufgefallen, weil du bei Facebook Live warst und dir eine Stunde Zeit genommen hast für die Hoteliers und Gastronomen, um Fragen zu beantworten, die die Menschen, die Unternehmer, die ja, Kleinbetriebe jetzt umtreibt. Du betreust mit deinem Team ganz, ganz viele unterschiedliche Mandanten, wie du mir gerade gesagt hast, aber viele kommen auch aus der Hotellerie und Gastronomie. Erstmal herzlichen Dank, Michael, dass du dir die Zeit heute Morgen nochmal nimmst, um ein paar ganz, ganz wichtige Themen hier aufs Tablett zu bringen. Super, freut mich, dass ich bei dir sein darf heute und ich freue mich auf schöne, spannende Minuten, wo ich einfach nochmal ein bisschen gerade dieser Gastro- und der Hotellerie-Szene ein paar wertvolle Tipps mit an die Hand geben kann, weil ich muss sagen, wir haben jetzt die letzten 2-3 Wochen, glaube ich, alle gekämpft, jeder Gastronom hat geguckt und gemacht und getan, alle Hilfspakete, Sofortmaßnahmen sind irgendwie in die Wege geleitet, nur es kommt gerade noch viel mehr, wir haben noch viele andere Themen, auf die wir einfach achten müssen. Und da freue ich mich jetzt einfach mit dir zusammen einfach die nächsten Minuten zu nutzen und die Leute darüber nochmal zu informieren. Also ich denke, das ist sehr, sehr wertvoll jetzt hier, weil du einfach aus einer anderen Perspektive auf die Dinge schaust und eine Klarheit und Struktur da jetzt reinbringen kannst, weil viele laufen vielleicht immer noch mit, also einfach völlig geschockt durch die Gegend und kümmern sich um andere Sachen als um ihre Finanzen. Und dann ist das sowas wie eine aufgeschobene Insolvenz, vielleicht nicht dieses Jahr mit den Soforthilfen, aber nächstes Jahr. Ich sag mal kurz, welche Themen wir heute mal ansprechen oder welche Themen du ansprechen wirst. Ich lausche dann auch nur dem Experten. Und zwar einmal die Soforthilfe. Ist da noch etwas Wichtiges zu sagen? Dann der Paragraph 227 der Abgabenverordnung. Was ist im nächsten Jahr alles möglich? Dann, was ist mit dem Warenbestand? Haben das wirklich alle dokumentiert? Warum ist das so wichtig? Dann das große Thema Gutscheine, was ja viele machen, was auch, denke ich, eine gute Idee ist. Nur was muss da beachtet werden? Wie wird so ein Gutschein überhaupt berechnet? Und die To-Go-Kassen, was ist da noch ganz wichtig? Ja, meine erste Frage an dich ist mal, wenn du so deine Mandanten dir anschaust und auch vielleicht die Menschen, die bei dir im Facebook Live waren, was ist denn so die größte Sorge von allen, was das Finanzielle angeht? Ja, die größte Sorge ist einfach, gerade in der Gastronomie und Hotellerie ist die Marge ja so oder so äußerst gering. Man merkt es gerade nicht nur in der Gastro-Szene, sondern auch in anderen Berufen. Da wird, wenn ich das so ausdrücken darf, sehr, sehr hart und knüppelhart gearbeitet. Nur die entsprechende Vergütung ist äußerst gering. Und die größte Sorge ist es jetzt momentan, wir kriegen
ganz viele Hilfen vom Staat. Es ist super, wie die Regierung hier gerade reagieren teilweise. Und wir können froh sein, dass wir in diesem Land leben, muss ich gestehen, weil wir gerade Unterstützung kriegen. Und das Riesenproblem ist, wir kriegen zwar Soforthilfen, die können bis zu 30.000 Euro betragen, je nachdem, wie groß das jeweilige Unternehmen ist. Nur wir reden auch über Steuerstundungen, wir reden über Krankenversicherungsstundungen, also Sozialversicherungsstundungen oder auch Vollstreckungsaufschübe bei der Lohnsteuer. Das heißt, wir verschulden uns gerade. Und die größte Sorge ist es bei den ganzen Unternehmen, ach du grüne Neune, hier haufen wir gerade einen riesen Haufen Schulden an, werden wir es irgendwie überhaupt schaffen, auch weil unsere Margen so gering sind, diese Schulden überhaupt abzubauen. Das ist eigentlich die größte Sorge von unseren Mandanten, weil sie haben was Großes geschaffen teilweise und sie haben die Angst, dass sie das, was sie groß gemacht haben in den letzten Jahren, wo sie Herzblut für reingepackt haben, dass das jetzt gerade alles droht, quasi auf den Scherbenhaufen zu kommen, wenn ich das so sagen darf. Vielleicht kannst du da als erstes zur Soforthilfe etwas sagen, zum Thema, wie muss die oder muss die versteuert werden? Ist das eine ertragssteuerliche Einnahme? Richtig. Das Gute ist, wir haben, und ich, toi, 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 jeder, der es noch nicht getan hat, der von Corona betroffen ist, ganz wichtig, stellt bitte die Soforthilfen, die Anträge bei den jeweiligen Bundes- oder Förderbanken, unter anderem Berlin, der Topf ist schon leer, deswegen reagiert, wenn ihr Corona betroffen seid. Hamburg hat noch die Gelder. Und jetzt ist die Frage, wie behandelt man das Ganze eigentlich steuerlich? Ich muss leider gestehen, das ist am Ende kein Geschenk. Es ist am Ende eine ertragssteuerliche Einnahme. Diese Einnahme unterliegt ganz normal, je nachdem, was wir sind. Wenn wir Einzelunternehmer sind, unterliegt diese Einnahme der Einkommensteuer und Gewerbesteuer. Wenn wir eine GmbH oder UG sind, unterliegt diese Einnahme der Körperschaft und Gewerbesteuer. Ganz, ganz wichtig. Das heißt, hier kommt eine steuerliche Auswirkung, obwohl es ja eigentlich ein staatliches Geschenk ist. Diese Soforthilfe soll ja dazu dienen, eure Verluste quasi zu kompensieren. Ihr habt ja auch Betriebsausgaben. Das heißt, euer Gewinn mindert sich, beziehungsweise wir haufen Verlust an. Und gegen diesen Verlust wird jetzt entsprechend diese Soforthilfe gesteuert als Einnahmen. Das ist am Ende eine Kompensation ist plus minus null. Nichtsdestotrotz bedenkt das bitte, dass ihr aufgrund dieser Soforthilfen keine entsprechenden großen Verlustvorträge aufbaut, voraussichtlich, und damit auch nachher keine Steuerminderung erwirken werdet. Ganz entscheidend und wichtig, das ist kein Geschenk, sondern ist eine echte Einnahme, die als Umsatz bzw. sonstiger betrieblicher Ertrag zu erfassen ist. Okay, gut. Umsatzsteuer fällt aber nicht drauf an. Umsatzsteuer fällt nicht an, da ist es wirklich ein nicht steuerbarer Vorgang. Toi, toi, toi. Das wäre es sonst, wenn wir da jetzt noch die 19% abführen müssten. Naja, gut. Okay, also das ist ganz, ganz wichtig, dass das eben halt wirklich mit zu den Einnahmen zählt. Richtig, ganz genau. Okay. Dann, was versteckt sich denn hinter dem schönen Paragraph 227? Der 227 der Abgabenordnung. Bisher redet die Regierung ja nur über ein Thema: Steuerstundung, Vollstreckungsaufschiebe oder Soforthilfen. Aber niemand hat im Blick, Achtung, wir verschulden uns ja gerade. Wir haufen Schulden an. Und der 227 der Abgabenordnung ist ein Erlass. Ein Steuererlass. Dieser Erlass erfolgt auf Antrag. Man kann bei den Finanzbehörden beziehungsweise beim jeweiligen zuständigen Betriebsfinanzamt einen Antrag auf Steuererlass stellen, sofern eine Billigkeit da ist. Das ist nachher eine Ermessensentscheidung des jeweiligen Sachbearbeiters. Und jetzt muss man sich einmal die Frage stellen, wenn wir schon nicht mehr ohne den Staat überleben können, weil wir die Soforthilfen beanspruchen, dann muss man ehrlicherweise gestehen, müssen wir auch dem Finanzamt sagen, Achtung, wir kommen gar nicht über die Runden, ohne dass ihr uns die Steuern erlasst. Und das wäre quasi der Ausweg, zu gucken, dass wir jetzt rangehen und potenziell diese Erlassanträge stellen bei den Finanzämtern. Bitte erlasst uns unsere Steuern. Das ist aber erst für nächstes Jahr, Entschuldigung. Also jetzt wird gestundet erstmal für 2020 und es geht um nächstes Jahr 2021, genau. Dass man da in Verhandlungen tritt, wenn ich das genau, dass man wirklich, du drückst es super aus gerade, es ist ein Thema Verhandlung, einfach. Kann man sagen. Ja, okay. Weil das ist eine Ermessensentscheidung. Und da einfach mein Appell, ich selber komme ursprünglich auch aus der Finanzbehörde, aus dem Finanzamt,
da sitzen am Ende auch nur Menschen. Gerade in dieser jetzigen Zeit ist es wichtig, dass wir nicht drücken, rauffahren oder Sonstiges, sondern Hand in Hand, wenn ich das so bezeichnen darf, mit den Menschen, die auf der anderen Seite sitzen, diese ganzen Themen besprechen. Und die entwickeln dann auch, wenn wir nett und freundlich sind, ein entsprechendes Verständnis für uns. Und dann hat dieser Erlassantrag, weil es eine Ermessensentscheidung des jeweiligen Sachbearbeiters ist, auch mehr Aussicht auf Erfolg. Wenn ihr Druck macht, macht der zu. Und ihr könnt gewiss sein, der wird einen potenziellen Erlassantrag definitiv sofort ablehnen. Wenn ihr aber lieb und nett seid, ihm die Situation genau schildert, warum ihr ohne den Steuererlass gar nicht in der Möglichkeit seid, weiterzumachen, sondern dass ihr quasi wirklich dann insolvent seid, wenn ich das mal so sagen darf, dann entwickelt er ein gewisses Verständnis. Und das ist der 227 der Abgabenordnung, der Steuererlass. Eine Maßnahme aus dieser ganzen Corona-Pandemie. Das finde ich total schön, den Satz, beim Finanzamt sitzen auch Menschen. Und so ist es ja. Ne? Das sind ja keine Computerprogramme, wo was eingegeben wird und nachher wird Daumen hoch oder Daumen runter, sondern es sind Menschen, richtig, mit denen jeder sprechen kann und die auch, sage ich jetzt mal respektvoll, weil ich kenne auch jemanden, der beim Finanzamt arbeitet, die auch respektvoll behandelt werden möchten. Ne? Wann ist es denn gut, damit anzufangen? Also was ist der erste Schritt? Wie mache ich das? Wie machst du das? Das ist wirklich ein Antrag, den man stellen muss beim Finanzamt. Entweder macht man es selber oder wenn man einen Steuerberater hat, spricht man mit dem Steuerberater. Und jetzt muss man eine umfassende Darstellung der aktuellen Situation machen. Das heißt, man muss umfassend darstellen, aus welchen Gründen man eigentlich erlassberechtigt ist. Man muss darstellen, dass man gar keine Möglichkeiten mehr hat, diese Steuern zu zahlen, dass man jetzt schon alle Mittel in die Wege geleitet hat, Soforthilfen, Steuerstundungen, Vollstreckungsaufschübe, Kredite beantragt hat. All das muss umfassend dargestellt sein. Und viele von euch machen das ja auch schon, weil sie teilweise auch bei den Banken mir Darlehen anfragen. Und wenn ich bei einer Bank ein Darlehen anfrage, muss ich auch meine aktuelle Situation umfassend beschreiben, darstellen. Das heißt, wir haben die ganzen Themen, wir haben die ganzen Mittel eigentlich schon zur Verfügung. Wir haben viele Stellungnahmen geschrieben. Das heißt, diese Stellungnahmen können wir auch mit nutzen für diesen Erlassantrag. Okay. Und es ist eine Variante, diesen jetzt schon auch zu stellen, teilweise für die Steuerzahlungen, die jetzt noch gerade kommen aus dem Jahre 2018, weil viele von euch erreichen jetzt erst Körperschaftsteuerbescheide, Einkommensteuerbescheide. Ihr könnt die Steuern gar nicht zahlen, ihr habt ja gar nicht die Mittel. Und für genau diese Themen ist dieser Erlassantrag da, dass ihr auch solche Themen jetzt ans Finanzamt dran zu gehen, nicht zwingend Stunden definitiv, immer als ersten Schritt immer eine Stundung beantragen und als zweites dann den Erlassantrag noch. Okay. Das verstehe ich soweit für 2018. Nur ist das Finanzamt, wenn die jetzt sagen, man weiß ja nicht, wann das jetzt alles zu Ende ist, wenn ich jetzt den Antrag schon stelle, kann das nicht sein, dass die sagen, naja, warten Sie jetzt erstmal ab, wie noch die zweite Hälfte des Jahres verläuft. Ich kann Ihnen jetzt ja nicht schon Steuern erlassen. Vielleicht wird das ja, die Leute essen jetzt doppelt so viel, schlafen doppelt so viele in Hotels. Man weiß es ja nicht. Was ist so deine Erfahrung, wie die Reaktion ist? Es ist wirklich die aktuelle Momentaufnahme. Die aktuelle Momentaufnahme gibt uns hier eine gute Chance, weil wir auch darlegen können, das, was wir jetzt gerade nicht an Besuchern haben, was wir gerade nicht an Gästen haben. Wenn ich nur 90 Tische habe, kann ich die nicht viermal besetzen nachher, sage ich mal, weil ich 4 Monate dicht hatte. Oder wenn ich nur 90 Betten hatte, wenn wir uns jetzt mal nur die Nord- und Ostsee angucken oder auch die Städte, die ganzen Hotels in den Städten. Es kommen ja noch nicht mal mehr die beruflichen Leute, weil sie auch nicht mehr unterwegs sind. Und Geschäftsreisen finden auch nicht mehr statt. Das heißt, es steht alles leer. Das heißt, die Betten können wir gar nicht dreifach, vierfach verkaufen. Es kann ja nur ein Gast pro Nacht in einem Bett schlafen, sage ich mal. Das heißt, der Umsatzschaden, der da ist, den kriegen wir gar nicht mehr reingeholt. Klar wird nachher noch eine gewisse Euphorie da sein, gerade so die ersten 1-2 Wochen, wenn wir wieder loslegen dürfen, wenn die Gastros aufmachen. Nur auch da muss man ehrlich sein, wenn man die aktuelle Berichterstattung verfolgt. Es wird erstmal leider nicht so kommen, wie es ist, dass es alles sofort ist, wie es früher mal war. Das heißt, wir werden auch in der Gastronomie wieder, wenn ich 90 Plätze habe, darf ich vielleicht 45 besetzen, weil ich Mindestabstände einhalten muss. Ich habe deutlich höhere Aufwendungen, weil ich hier umfangreiche Desinfektionsmittel einkaufen muss. Meine Mitarbeiter müssen potenziell Masken tragen, damit sich das für die Gäste sicher fühlt. Das sind alles Themen, die wir beachten müssen, die nachher Auswirkungen haben auf unseren Gewinn.
Das heißt, eher unseren Gewinn nach unten fahren. Das heißt, wir werden, wenn überhaupt, ein ausgeglichenes Ergebnis erreichen in den kommenden Monaten, weil wir ganz viele Auflagen kriegen werden, wenn wir wieder eröffnen dürfen. Und das ist einfach ein Thema, was man jetzt auch angehen kann und beschreiben kann. Wir werden trotz dessen, auch wenn wir wieder aufmachen, höchstwahrscheinlich nicht in der Lage sein, umfangreich Gewinne zu erwirtschaften und deswegen auch keinen Puffer für weitere Steuerzahlungen aufbauen können. Also das ist so das, was ich vermute und was wir in mehreren Szenarien einfach auch durchgerechnet haben mittlerweile mit anderen Mandanten, weil wir stellen für unsere Mandanten oder zusammen mit den Mandanten auch Good-Case-Liquiditätsplanung, Bad-Case-Liquiditätsplanung auf. Und gerade was man jetzt so aus Österreich gerade wieder liest, weil Österreich ist uns ja immer so 2-3 Wochen im Voraus, sage ich mal, von den politischen Maßnahmen. Auch in Deutschland gerade, es gibt ja diesen Plan, wie geht es eigentlich weiter? Und leider steht die Gastro nicht an erster Stelle, sondern sie steht auf Punkt 5 oder 6, sodass wir da einfach noch lange, lange brauchen werden. Ja, also gut, wichtig auch verschiedene Szenarien einmal durchrechnen. Ne? Was ist, wenn jetzt es im Ende April, Mitte Mai, Ende Mai irgendwie losgeht? Mit wie viel Prozent kann ich wieder starten? Was ist der Mehraufwand, den ich jetzt betreiben muss? Die Auflagen, das ist ja auch ein Kostenfaktor, ne? Wenn man so, oder? Also mehr Personal da haben, um die Auflagen zu gewährleisten, dass alles, was noch zusätzlich vielleicht eingekauft werden muss, ne? Wer weiß, ob da Trennwindeln müssen oder das ganze Desinfektionsmittel, was jetzt also nicht richtig teuer ist, solche Sachen auch wirklich einmal durchspielen, ist dein Definitiv. Tipp. Definitiv. Du sagst es, das ist äußerst, äußerst wichtig, auch wenn gerade wir keinen operativen Betrieb haben. Umso wichtiger ist gerade, dass wir uns im Hintergrund jetzt schon darauf vorbereiten, dass wir wieder anfangen dürfen und mögliche Szenarien haben. Einerseits vielleicht läuft es super, wir werden überrannt von neuen Gästen, aber dass wir auch wirklich Case-Szenarien planen und eine detaillierte Liquiditätsplanung haben. Und kann ich schon vorwegnehmen, ein kleiner Appell an euch, bitte zeichnet auf, was ihr an Steuerstunden momentan habt. Bitte zeichnet auf, was ihr an möglichen Sozialversicherungsstunden habt. Habt einen Blick drüber, was hier irgendwie für Zahlen gerade noch offen sind, weil das sind Status quo alles Darlehen gegenüber der Behörde oder gegenüber den Krankenversicherungen. Und das ist ganz, ganz wichtig, dass ihr einen Blick habt, was ihr momentan eigentlich schuldet, unabhängig davon, ob wir über einen Erlass reden oder nicht, weil am Ende ist der Erlass, wie gesagt, eine Ermessensentscheidung und er funktioniert nicht mit einer hundertprozentigen Sicherheit, muss man ja auch ehrlicherweise. Deswegen habt bitte einen Plan auch darüber, wie ihr diese Mittel nachher irgendwann zurückführen könnt. Und umso wichtiger ist jetzt eine wirklich detaillierte Liquiditätsplanung. Dann hast du noch was angesprochen, das fand ich super spannend, weil ich weiß es nicht, wie die Unternehmen, wie die Gastronomen und Hoteliers damit umgehen, weil es einfach zu einer sehr kopflosen Zeit gerade oder zu einer kopflosen Reaktion führen kann. Und zwar dieses Kochen für Helden, ich spende etwas, ich spende es, ich mache mein Kühlhaus leer und so. Und da hast du gesagt, aber ganz wichtig ist Doppelpunkt. Ist der Warenbestand. Es ist absurd, wenn ich das so sagen darf. Ja. Aber da merkt man, ich komme auch von der anderen Seite. So ein bisschen weiß ich, wie so ein Betriebsprüfer tickt, muss ich ehrlicherweise gestehen. Und eine Betriebsprüfung findet für 2020 in 23 oder 24 statt. Das heißt, da denkt niemand mehr an Corona. Und auf einmal haben wir ein Thema, dass wir keine ordentliche Inventur haben. Der Prüfer wird fragen, du hast doch hier mal dein Lager mit 30.000, 40.000 Euro Waren voll gehabt und jetzt erzählst du mir, dein Wareneinsatz passt nicht mehr. Nee, glaube ich dir alles nicht mehr. Jetzt mache ich eine Zuschätzung. Das heißt, wir müssen glaubhaft bleiben und gerade jetzt umso wichtiger, dass ihr Inventuren fahrt, dass ihr einmal zeigt, wie hoch ist euer Warenbestand wirklich? Was haben wir möglicherweise in Hotellerie, Gastronomie, an Alkoholika noch da? All das sind gerade Themen, die wir einfach aufschreiben müssen. Ganz, ganz entscheidend und wichtig. Es ist absurd, aber daran müssen wir denken, dass uns hier nachher unsere Buchhaltung nicht quasi zerschossen werden. Also ich hoffe, dass das nur mir so geht und alle anderen sagen, ja, ist doch logisch, machen wir. Aber ich fand das irgendwie so einen kleinen, aber so einen wichtigen Punkt, weil du bist gerade dabei, du willst einfach etwas tun, du bist in diesem Machermodus, irgendwas und haust das raus und dann kriegst du 2 Jahre später irgendwie die Rechnung dafür. Ne? Also richtig, deswegen ganz wichtig dran denken.
Dann auch noch die Gutscheine, was jetzt viele machen. Ne? Ja. Das Pay Now, Eat Later. Also du verkaufst jetzt, also die Kunden, die Stammgäste, die kommen jetzt und sagen, okay, damit die Liquidität ein bisschen erhöht wird, zahle ich jetzt meinetwegen 50 Euro, kriege aber die Leistung nicht dafür, sondern erst in der Zukunft. Was ist da zu beachten? Du sprichst ein super Thema an, weil das Thema, muss ich gestehen, betrifft gerade ganz, ganz viele Gastronome. Und ich glaube, es wird ganz falsch behandelt, muss ich ehrlicherweise gestehen. Warum? Wir haben hier ein Gutscheinsystem. Wir verkaufen gerade Essen für später. Wir haben Einnahmen. Das ist super. Nur auch hier rede ich gerade wieder über das Wort Einnahme. Und hier muss ich ganz klar differenzieren zwischen dem Einzelunternehmer, der seinen Gewinn nach der sogenannten Einnahmenüberschussrechnung ermittelt, also Zu- und Abflussprinzip, und dem Bilanzierenden. Beim Einnahmenüberschussrechner, Zu- und Abflussprinzip, habe ich in dem Moment, wo ich diesen Gutschein verkaufe, einen Zufluss. Das heißt, ich habe einen Umsatz. Diesen Umsatz, ganz wichtig, ertragsteuerlich, muss ich wieder versteuern. Das heißt, ich mache Gewinn. Das muss ich beachten, auch im Hinblick auf diese ganzen Soforthilfen nachher. Bin ich nachher überhaupt noch antragsberechtigt? Fragezeichen, weil ich gerade mehr Gutscheine verkaufe, als ich vielleicht an Ausgaben habe. Das heißt, am Ende stelle ich mir selber das Bein, weil ich möglicherweise die Soforthilfe zurückzahlen muss und ein anderes Thema auch noch habe. Nachher habe ich ja gar keinen Umsatz. Weil den Umsatz, die Einnahme habe ich Status quo, aber nachher habe ich den Materialaufwand. Deswegen ganz, ganz entscheidendes Thema, muss ich steuern, Thema Liquiditätsplanung, gewinntechnisch und auch einen Blick auf die Soforthilfen haben. Ein ganz anderes Thema, und das wird auch leider vergessen bei diesem Gutschein, ist, hier haben wir leider vor 1 bis 2 Jahren eine Rechtsprechungsänderung gekriegt. Wenn ich heute einen Gutschein verkaufe und es ist klar, wofür dieser Gutschein eingelöst wird, nämlich für einen 19-prozentigen Umsatz, dann muss ich auch heute schon die Umsatzsteuer auf diesen Gutschein abführen. Und auch das hat, muss ich ehrlicherweise gestehen, hat kaum einer im Blick. Und das tut doppelt weh. Das heißt, ich mache jetzt eine Einnahme, ich brauche das, um meine Kosten eigentlich zu decken, auch meinen Lebensunterhalt. Wir haben ja noch Strom, Gas, Wasser zu Hause, wenn ich das so sagen darf. Aber die Umsatzsteuer müssen wir hier wieder abführen. Klar, die stunden wir wieder, aber damit baue ich wieder ein Darlehen gegenüber den Finanzbehörden auf. Das ist der Einnahmenüberschussrechner. Mhm. Beim Bilanzierenden habe ich diese Umsatzsteuerthematik auch. Wenn klar ist, dass das für einen 19-prozentigen Umsatz ist, muss ich auch wieder Umsatzsteuer abführen. Klar, wir stunden wieder Darlehen. Beim Bilanzierenden ist der Gutschein aber nicht sofort, und das ist gut, kein Umsatz. Wir haben zwar eine Liquidität, die ich aufbaue, aber noch kein Mehrumsatz, das heißt kein Mehrgewinn. Ich habe keine Ertragssteuer drauf, sondern wir verbuchen das Ganze als, wenn ich das mal ausdrücken darf, vereinfacht, als sogenannte erhaltene Anzahlung. Ich kriege was, aber ich schulde ja immer noch was. Ich schulde meine Leistung. Ich habe eine Verbindlichkeit dem Kunden gegenüber. Und so wird es auch bilanziell dargestellt. Das heißt, keine Einnahme, kein Gewinn. Und deswegen müsste man hier auch ehrlicherweise einigen Einnahmenüberschussrechnern raten, gegebenenfalls den Wechsel der Gewinnermittlung anzugehen. Das könnt ihr nochmal rückwirkend auf den 01.01.2020, dass ihr hier wechselt von der Einnahmenüberschussrechnung zum Bilanzierenden, weil wir dann genau diesen Ansatz haben, dass dieser Gutschein keine Einnahme und keinen Umsatz darstellt. Deswegen gerne euren Berater mal darauf ansprechen, ob das nicht eine Maßnahme für euch ist, weil so erhaltet ihr auch gleich die Soforthilfen weiter, weil ihr halt entsprechend keinen Liquiditäts- oder ihr habt denn immer weiterhin noch den Liquiditätsengpass, wenn ich das so ausdrücken darf, wenn ihr diesen Wechsel der Gewinnermittlung vornehmt. Okay, und bei der Bilanzierung wird die Steuer erst abgeführt, wenn der Gutschein eingelöst wird, oder? Richtig, ganz genau. Okay. Du fasst es super zusammen oder stellst es nochmal klar, in dem Moment, wo der Kunde wirklich dann kommt. Die Frage ist, kommt er, wenn ich das so sagen darf? Ist ja bei Gutschein oft so, oder? Ne? Aber erst wenn er kommt und diesen Gutschein einlöst, werde ich den Umsatz auch wirklich darstellen müssen. Und das ist halt das Gute, und so erhalte ich meine Soforthilfen auch. Wie aufwendig ist das denn von der Einnahmenüberschussabrechnung hin zur Bilanzierung zu gehen? Da habe ich überhaupt gar keine Ahnung von. Das ist gar nicht so kompliziert. Man muss festhalten zum 31.12., wie hoch sind die Forderungen, die ich noch habe, wie hoch sind meine Verbindlichkeiten, und macht darüber einen Wechsel der Gewinnermittlung. Das ist so ein Aufwand, vereinfacht ausgedrückt, für uns Berater von 1 bis 2 Stunden, wo eine gute Buchhaltung, und das ist ganz, ganz wichtig, da sollte eine gute Buchhaltung hinterstecken. Die sollte immer da sein. Deswegen, wir beide, wir haben Grinsen auf dem Gesicht. Das ist wichtig, wenn die Buchhaltung da ist und sie gut ist,
dann ist das wirklich ein relativ einfacher und schlanker Move. Okay. Und ist es dann nachher auch wieder rückgängig zu machen, wenn ich nachher sage, wenn das alles vorbei ist, möchte ich wieder die einfache Einnahmenüberschussabrechnung haben? Kann man machen, man kann zurückwechseln, wobei ich da auch wieder aus Beratersicht empfehlen muss, es kursiert so ein falscher Gedanke, finde ich persönlich draußen. Alle denken, oh Gott, Bilanzhilfe, das ist, jetzt zahle ich meinen Berater dumm und dösig, ich habe viele, viele Aufwendungen und Kosten. Wir selber als Berater, also wir von unserer Kanzlei aus, wir machen keinen einzigen Unterschied, ob für drei Rechner oder Bilanzierenden. Wir buchen selbst den Einnahmenüberschussrechner wie einen Bilanzierenden, also debitorisch, kreditorisch, immer mit Forderungen und Verbindlichkeiten. Daher ist das kein Riesenaufwand, nur ich habe beim Bilanzierenden als Berater deutlich mehr Gestaltungsmöglichkeiten. Ich kann mit Rückstellungen arbeiten etc. Und deswegen ist das vielleicht auch ein Ansatz zu sagen, okay, ich nutze Corona als Chance, ich nutze den Wechsel der Gewinnermittlung als Chance, um danach auch ein bisschen mehr gestalten zu können, steuerpolitisch. Gut, okay, gut. Dann, das sind so viele Themen. Ich hoffe, die Zuhörer haben sich alle Stift zur Seite, also Stift und Zettel parat gelegt, weil es ist ja wirklich ganz, ganz viel. Zum Schluss hattest du noch gesagt, ich weiß gar nicht, du hattest es schon angesprochen, die Finanzplanung. Was ist, wenn Corona vorbei ist? Worauf darf jetzt schon geachtet werden? Was ist jetzt ganz wichtig? Du hattest es genau schon ein bisschen angerissen, aber vielleicht kannst du das nochmal einmal rund. Genau, einmal zum Schluss nochmal. Ihr habt Soforthilfe in Anspruch genommen. Toi, 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 dass ihr die Auszahlung auch bekommen habt. Denkt bitte dran, das ist eine Einnahme, plant das auch als Einnahme ein. Aber ihr habt auch neben diesen Soforthilfen Steuerstundung beantragt, Vollstreckungsaufschübe oder auch eure Sozialversicherungsbeiträge bei den Krankenkassen gestundet. Das heißt, ihr habt einen sehr, sehr umfangreichen Topf oder Berg an Schulden. Und es muss eingeplant werden, wie diese Schulden, wenn wir keinen Erlass bekommen, irgendwann abgetragen werden. Und das Besondere hierbei ist, für jede Umsatzsteuervoranmeldung, und es ist der 10. steht vor der Tür, wir müssen jetzt diese Woche wieder die Umsatzsteuervoranmeldung ab. Wir müssen jedes Mal neu stunden, ganz wichtig, wir können nicht allgemein alle Voranmeldungen, alle Steuern immer stunden, sondern wir müssen jedes Mal einen neuen Stundungsantrag stellen. Gleiches nachher auch bei den Sozialversicherungsbeiträgen, die jetzt für die Aprilgehälter, sofern wir keine Kurzarbeit haben, auch wieder beanspruchen müssen. Und da müsst ihr den Überblick haben. Und um auf dieser Corona-Pandemie hervorzukommen, kann ich nur daran appellieren, dass jeder von euch eine vernünftige Finanzplanung hat, eine Liquiditätsplanung hat, dass er sich überlegt, welche Szenarien können eintreten, eine volle Öffnung, halbe Öffnung, welche Mehrkosten habe ich zukünftig, Thema Desinfektion, Thema besondere Aufbewahrung vielleicht von Lebensmitteln, je nachdem, was sich die Gesundheitsbehörden hier ausdenken. Das plant bitte ein, berechnet das, weil davon ist abhängig auch, wie viel Personal könnt ihr euch leisten. Und da könnt ihr auch solche Themen nachher schon mal mit einarbeiten für eure Mitarbeiter zukünftig. Es wird kommen 1.500 Euro als Bonuszahlung ausgestellt, aber wir können diese 1.500 Euro auch so nutzen, Lohnsteuer- und Sozialversicherungsbeitragsfrei. Das heißt, vielleicht müssen wir auch mit geringeren Gehältern starten bei den Mitarbeitern, aber denen danach 1.500 Euro Lohn- und Sozialversicherungsfrei als sogenannten Zuschuss, als Bonuszahlung zu geben. Das heißt, dadurch spare ich deutliche Kosten, weil in dem Moment, wo ein Mitarbeiter 1.500 Euro netto kriegt, bin ich als Arbeitgeber mit weit über 3.000 Euro belastet. Und wenn ich 10 oder 15 oder 20 Mitarbeiter habe, ist das natürlich ein enormes Einsparungspotenzial. Und deswegen müsste man jetzt die Zeit nutzen, Thema Liquiditätsplanung, einmal auch das, was man bisher hat, auf den Kopf zu stellen, zu gucken, wo habe ich Einsparungsmöglichkeiten. Und das ist ganz, ganz wichtig, dass man diese Zeit einfach gerade nutzt, um alle Maßnahmen zu ergreifen, die man jetzt umsetzen kann, um noch besser, hoffentlich toi, 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 aus dieser ganzen Corona-Geschichte hervorzukommen. Auf jeden Fall hat das vielleicht für den einen oder anderen diese Zeit wirklich gerade die Chance, mal sich mit den Zahlen zu beschäftigen, da mal genauer hinzuschauen und auch vielleicht mehr zu planen als bisher, was die Zukunft angeht. Definitiv. Michael, herzlichen Dank. Wenn jetzt der ein oder andere sagt, boah, das hört sich alles total gut an, was der Michael Mertens sagt, wie können die Zuhörer dich erreichen, wenn sie da Fragen haben oder wenn sie vielleicht auch mit dem Gedanken spielen, mal bei dir sich beraten zu lassen?
Genau, das ist ganz einfach, rein theoretisch. Guckt gerne auf unserer Internetseite vorbei, www.mm-stb.de. Dort findet ihr alle Kontaktdaten. Ruft gerne an, entweder bei uns im Büro oder auch gerne bei mir aufs Mobil. Schreibt eine E-Mail, schreibt eine WhatsApp. Wir sind dafür alle Wege offen, weil wir nicht zwingend die typische Steuerberatungskanzlei sind. Wir wollen nah dran sein und wir sehen uns immer als Teil eines Teams. Und nur so kann es euch und uns Spaß bringen, aus einer langweiligen Materie, wenn ich das so sagen darf, auch wieder was Spannendes hervorzurufen. Ich habe einen ganz super Satz von einem Unternehmer bekommen und der sagte, erst war ich Unternehmer und dann bin ich Kaufmann geworden und dann stellte sich der Erfolg ein. Erst als ich gelernt habe zu rechnen, bin ich auch finanziell erfolgreich geworden. Und ich denke, dass du da alle die selber da vielleicht nicht sich so die Stärken bei sich erkennen, die sind, glaube ich, bei dir sehr, sehr gut aufgehoben. Michael, ich danke dir sehr, ganz, ganz herzlich. Ich denke, da ist ganz, ganz viel drin, was die Zuhörer umsetzen können, jetzt sofort machen. Und ich fand das Gespräch wahnsinnig wertvoll. Ich bin überhaupt gar nicht so ein Zahlenmensch, aber ich habe ganz viel auch mitgeschrieben. Ich finde das richtig, richtig gut. Vielen, vielen Dank für deine Zeit. Dafür nicht. Hat mich gefreut, bei dir sein zu können heute. Dankeschön. Und vielleicht bald mal nach der Corona-Zeit nochmal wieder. Und dann können wir ein Resümee ziehen, wie es aussieht. Vielen Dank. Auf jeden Fall. Wer dafür nicht. Also, tschüss. Perfekt. Ciao. Vielen Dank für deine Zeit. Ich freue mich sehr, dass du bis hierher dran geblieben bist. Und als kleines Dankeschön mache ich dir gleich ein kostenloses Angebot, damit du die Krise bestmöglichst überstehst. In dieser Zeit ist dein Mindset, deine Sichtweise auf die Dinge, die gerade passieren, überlebenswichtig. Und dabei geht es nicht darum zu philosophieren, ob das Glas jetzt halb voll oder halb leer ist, sondern es geht darum, es so voll zu bekommen, wie du es willst. Und dann wirst du auch nach Corona gewappnet sein, ein erfülltes und erfolgreiches Leben zu führen. Und dazu muss dir jemand jetzt die richtigen Fragen stellen und dich und dein Handeln auch mal hinterfragen und dir zeigen, was alles in dir steckt. Denn es kann sein, dass deine Zweifel gerade größer sind als deine Zuversicht. Und das lässt sich ändern. Zu Corona-Zeiten schenke ich dir einen 45-minütigen Coaching-Call. Und nach weit über 1200 1:1-Coachings auf Leadership- und Vorstandsebene nehme ich normalerweise dafür 250 Euro. Aber dieser Coaching-Call ist heute mein Geschenk für dich. Nutze dazu den Link in meinem Kalender und dann freue ich mich sehr auf das Gespräch mit dir. Bleib gesund und fröhlich, deine Janina.